So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clickerview Folge 17. So. Clickerview. Die wahrscheinlich letzte Folge vor unserer Transcension morgen. Mal gucken. Eigentlich wird die Folge jetzt relativ kurz, weil es ja kaum was zu machen. So, wir sind Level oder Ebene 4300 knapp. Mehr kriegen wir auch nicht hin. Ne. Ohne Klicker-Kombo keine Chance. Tja, der Weg zu Tsuchi ist leider noch ein bisschen weit. Wir haben gerade mal ungefähr E300 und er braucht aber E500. Da liegt also eine kleine Differenz dazwischen. Achso, ja, die ungerade Zahl hier kam daher, weil ich normalerweise lasse ich immer auf 25-fach. Aber als ich geklickt habe, um mein Screen zu wechseln, habe ich dabei natürlich dann hier diese 25er Stufe verloren. Ja. Naja, was soll's. Ist ja nicht weiter schlimm. Wie viel haben wir überhaupt? 1,5 E13. Also nicht ganz das 100-fache von davor. Das ist aber nicht so schön. Ja, ja. Tja, so erreichen wir den Plan mit 45, aber nicht so unbedingt. Das heißt, wir müssen bei der Transcension oder bei der Ascension jetzt unbedingt alles rausholen, was irgendwie geht. Ja, komm, machen wir hier. So. Machen wir. Dann machen wir alle auf 2E6. Also so wissen hier oben unsere drei Klicker. Die Goldies unten, die nicht, die lassen wir auf 1E6. Sonst wird das zu teuer. So. Da gucken wir mal. Den hier kriegen wir den. Hoher. Das wird ganz schön teuer. Okay. So, und dann haben wir noch ein bisschen für unsere Feature hier. Ja, 10 Level ist natürlich wieder zu teuer. War ganz klar. Alter, will ich mich verarschen? Oh mein Gott. Ist das teuer. So, kommen wir Wakamaru, lassen wir mal einfach mal raus. Because of wir sind pleite. Den lasse ich raus. Den mache ich mal auf Level 30. Ich kann doch auf Level 30 machen, kostet ja nichts. Haben wir doch welche, die unter 30 sind? Nee, ne? Nee. Gut. Da-da-dam. Da-da.
Ja, mach mal. So. Gut. Kann ich hier mal direkt loslegen, bevor ich es ja noch komplett vergessen. Achso, jetzt siehst du unten noch die Vergoldungen. Die neuen Vergoldungen für Frostleaf. So. Söldner, was geht hier ab? Ja, die drei sind fertig. Wow, ein Ruby bekommen, das ist ja fabios. Ich schicke die mal alle auf irgendwelche sinnfreien 4-Stunden-Missionen, damit die stärker werden. Kommen hier 8 Stunden, easy. Ist sogar eine Ruby-Mission. Damit die alle mal ein paar höhere Level bekommen. Der ist fast Level 2. Ach, der ist noch nicht unbedingt Level 2. Der auch noch gar nicht. Na, der sowieso nicht. So, können wir hier eigentlich. So ungefähr. Ich habe jetzt übrigens schon ein bisschen rumexperimentiert mittels Crunch Crunch oder Quash Quash. Das ist, wie mir aufgefallen ist, wenn ich es richtig kurz überblickt habe, gar kein Flash-Game, sondern ein auf JavaScript-basiertes Game. Weil normalerweise hat man halt, ne, das Ganze hier ist eine SWF-Datei, also eine Shockwave-Flash-Datei oder Shockwave-File, keine Ahnung, wofür das F steht, aber auf jeden Fall das SW vorne steht für Shockwave. Ja, bei Quash Quash, da hat man aber nicht so eine Shockwave-Datei, sondern hier ist eine Java-Datei eingebettet. Das heißt, das, was man hier drin sieht, ist eine Java-Datei. Ich meine, ich habe mir jetzt die Java-Datei nicht angeguckt. Kann sein, dass diese Java-Datei bloß ein Wrapper ist, der intern wieder eine Flash-Datei quasi aufruft. Auf jeden Fall ist das Ganze hier anders als das hier, WebGL basiert. Und Flash kann gar kein WebGL, soweit ich weiß. Also bitte nagelt mich da jetzt nicht fest. Ich kenne halt die Kombination mit Flash und WebGL nicht, klar. Ein Flash-Interpreter, also quasi die Flash-Engine, kann von sich aus natürlich das Ganze unter WebGL rendern, ist richtig. Aber das Spiel ruft selber direkt WebGL auf. Und das spricht eigentlich eher dagegen, dass es ein Flash-Game ist. Deswegen, also es scheint wirklich ein in JavaScript entwickeltes Spiel zu sein. Kenne ich bisher nicht. Wie gesagt, ich habe doch nur ganz kurz reingeguckt in die Seitenstruktur. Kann sein, dass ich da komplett auf dem Holzweg bin. Ich bin kein Webentwickler, sorry. Von daher, bitte nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall scheint das Ding halt wirklich in JavaScript-HTML programmiert zu sein, also hauptsächlich halt JavaScript. Das Witzige ist nämlich, man sieht nämlich auch, wenn das Spiel quasi lädt, wie es sich Stück für Stück erstmal aufbaut. Das Ähnliche passiert auch unter Clicker Hero, aber hier ist es wesentlich krasser, dieser Aufbau, das, was man beim Aufbauen sieht. So, der macht hier alles, was er soll. Sehr schön. Können wir hier mal ein bisschen kurz reinschauen? Habe ich sogar schon ein Konto. Mein Profil. Follower. Profil bearbeiten. Ja. Oha, ja, jetzt startet das Spiel. Sieht man daran, dass die Seite hängt und die CPU ausgelastet ist. Wobei die CPU-Auslastung seht ihr ja gar nicht. Shit happens. Aber gleich seht ihr, wie das Spiel Stück für Stück aufbaut. Oh, Elend, ich bin taub. Ich hatte das Spiel doch auf Stumm geschalten. That's a good question. Da, jetzt baut das Spiel Stück für Stück auf.
Okay, jetzt bin ich taub. Oh, Alter! Alles weg hier. Weg, 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 weg. Wieso geht das nicht? So. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen. Mittlerweile bin ich bei ihr hier auf. Gott, wie weit bin ich denn schon? Wie gesagt, ich habe hier das Spiel ein bisschen unter die Lupe genommen. Nein, ich habe nicht sie unter die Lupe genommen, sondern natürlich das Spiel. Ja. Yeah. Die Sache ist halt, wie gesagt, wenn man jetzt hier Seitenquelltext anzeigt, bam, dann hat man hier. Großes Pamphlet. Und dieses Pamphlet ruft an einer gewissen Stelle. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo das war. Wo war denn das? Das, nee, das ist Antiches. Genau das hier. Das hier ruft das Ding auf. Das ist das eigentliche, die eigentliche Frame, die man hier drinne sieht. Also die Seite hier, das was man hier oben sieht, ist das ganze andere Kladderadatsch. Und das was quasi unter der Linie ist, also diese Subframe, das ist dieser Link hier. Wenn man den aufruft, dann kommt man in den Subframe. Und der wiederum, dieses Subframe, ist halt quasi nichts anderes als dieses komische Außenborder und sein eingebettetes Dingsterbumster. Und dieses eingebettete Dingsterbumster, ach, jetzt wieder das Spiel, das wiederum besteht halt aus einem riesigen Klatsch von JavaScript und HTML. Da hat er wieder Audio eingeschalten? Neben mir reicht hier gleich. Was denn los? Ach ja. So. Also ich sag mal so, formatierungstechnisch ist das hier Katastrophe. Ach so. Ist tatsächlich noch stumm geschalten, aber getroffen kam dieser Anfangsdingling. Dann wird der scheinbar nicht zum Spiel selber. Ja, und wie gesagt, das hier ist halt riesen Quelltexthaufen. Man sieht keinerlei Formatierung, kein nichts, kein gar nichts. Eigentlich ist überall, wo dieses Zeichen hier ist, ist normalerweise ein Zeilenumbruch. Und die haben einfach zigtausend Sachen immer in eine Teile gequetscht. Und deswegen habe ich hier keinen Bock, hier weiter durchzublicken. Ja. Wow. Tja. Es scheint also tatsächlich kein Flash-Game zu sein. Leider hindert das nichts an, dass... Ich wollte nämlich eigentlich gucken, ob man das, dieses Subframe hier extrahieren kann, ob man das auch nochmal einzeln darstellen kann, quasi ohne dem außen drumherum Border, damit wir quasi das als Art Vollbild spielen können. Ne, so wie das hier, was ja quasi jetzt eine einzelne, wohl quasi die gesamte Shockwave-Flash-Datei, das gesamte Fenster hat und dementsprechend sich auch der Größe anpasst, was hier halt leider nicht der Fall ist. Leider habe ich da noch keine Möglichkeit gefunden. Vor allem das Blöde, dadurch, dass es WebGL basiert ist, ist das hier auch ein Ausgabe, ja quasi ein Ausgabeframe, eine ja wie sagt man, also das ist eine Fläche, auf die gerendert wird und diese Fläche wird dann angezeigt. Das hat den Nachteil, dass wenn wir ranzoomen,
Also ich mache jetzt mal so. Dann rendert er nicht in dieser Auflösung, sondern rendert immer noch in der kleinen Auflösung und das, diese Ausgabe wird dann erst skaliert. Deswegen wirkt auch jetzt alles so leicht verschwommen, weil es nämlich einfach nur hochskaliert ist. Ja, das ist leider der kleine Nachteil daran. Was natürlich bei Flash nicht so ist, ne? Wir haben ja letztens gesehen, wenn man das Spiel hier größer macht, dann bleiben die scharfen Konturen immer noch erhalten, weil der Inhalt wirklich in der Große dann auch gerendert wird. Aber ich meine, ganz ehrlich, zur Not, wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt trotzdem so. Ich meine, die Seite passt sich zumindest relativ gut an, das heißt, wenn ich jetzt auf Vollbild gehe und dann nochmal eins höher gehe, das ist wieder zu groß. Ja, das heißt, wir dürften ja wahrscheinlich tatsächlich so spielen. Dann hat man zumindest einen guten Ausblick. Also, ne, relativ groß. Ist zwar, wie gesagt, leicht verschwommen, aber pff, wäre halt nicht das Problem. Können wir es hier noch ein bisschen runter? Achso, ne, so allzu weit nicht, weil unten ist ja abgeschnitten für euch. Andererseits ist jetzt für euch das hier oben halt abgeschnitten. Da ist die Kamera, aber hier ist auch nichts. Das ist bloß der Einstellungsknopf und wie viele Diamanten ich habe. Also Sachen, die für euch komplett uninteressant sind. Von daher passt es halt so relativ gut in den Bildschirm rein. Ja. Das nur dazu. Da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Ja, ich weiß, ich habe schon genug geschlagen. So, was wir hier machen können, ist, wir brauchen zwei Hobbys. Einmal Tech und einmal Buff. Ihr beide kommt also raus und wir brauchen Buff und Tech. Die haben wir jetzt auf Level 0 und jetzt gehen wir quasi unseren Hobbys nach und damit leveln wir unsere Hobbys immer weiter hoch und werden damit ihr Typ. Ja, darauf läuft das Ganze hier hinaus. So, dann will sie auch noch eine Muschel haben. Kaufen wir ihr. Bam, jetzt brauchen wir nur noch die beiden Dinger auf Level 3 und dann ist sie glücklich. Und genau darauf basiert quasi das gesamte Spiel. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es hier auch diese Chat-Funktion gibt. Weil wie gesagt, bei der Tablet-Version, da habe ich auch einen Chat. Aber hier ist gar kein Platz für so einen Chat-Button. Kann sein, dass wenn das Ding hier oben noch mit hinzukommt, dass es dann hier alles noch ein bisschen zusammengerückt wird. Oder dass es in der Browser-Version ganz woanders ist. Weil die Browser-Version ist ganz anders angeordnet als die Tablet-Version. Was doch schon klar ist, weil die Tablet-Version ist hochkant und das hier ist quer. Von daher, die Mädels hier zum Beispiel sind bei mir unten angeordnet. Und nicht seitlich. Ja. Und das hier sieht auch alles anders aus, aber naja. So. Jo. In dem Sinne, so viel zu meinem Versuch, das hier laufen zu lassen. Wie gesagt, vielleicht mal gucken, eines Tages gucken wir hier mal rein. Das Problem ist halt, das hier ist, naja, nicht so spannend wie Clicker Heroes. Wobei Clicker Heroes und spannend, das möchte ich jetzt nicht gesagt haben, aber wem Clicker Heroes schon Fahrt ist, dem wird das hier noch fader werden, weil das ist wirklich fast nahezu ein reines Idle Game. Also hier können wir selber aktiv nahezu nichts machen. Weil letztendlich kommt es quasi das, was am längsten Zeit dauert, ist darauf zu warten, bis wir hier uns hochleveln. Das macht er aber komplett allein, das heißt, wir können nur warten. Oder dass wir unsere Jobs hier, ne, dass wir Geld verdienen, darauf können wir auch nur warten. Oder dass wir die Mädchen hier so anpöpeln, da kriegen wir dann so eine Herzchen. Aber das wird irgendwann so langsam, dass es auch nichts mehr bringt. Und die Herzchen bekommt man auch nach der Weile alleine, aber auch darauf muss man dann warten. Das heißt, das Spiel achtet wirklich darauf aus, dass man einfach auf alles warten muss. Bei der Tablet-Version kein Problem, wenn man da einmal am Tag reinschaut. Okay. Ob sich das denn für Let's Play lohnt, ist eine andere Frage. Aber das wäre wirklich ein Let's Play, wo der wirklich pro Tag maximal eine Folge mehr bringt nicht. Weil, ja. Ah, siehst du, jetzt haben wir alle Häkchen. Jetzt labert die uns hier voll. Alles schön, alles gut. Und schwupp, sind wir im nächsten. Und jetzt will sie wieder Sachen haben, die wir ihr wiedergeben müssen. Das heißt, wir kaufen wieder ein Gift. Sie will eine Rose haben.
kaufen wir ihr, bam, jetzt ist ein Häkchen drin. Da möchte sie jetzt, wie gesagt, 1891 Herzchen haben. Die Herzchen, die gehen hier mit von alleine hoch. Siehst du, jetzt hat man 62. Gott, geht das am Anfang langsam hoch. Jetzt 63. Oder man kann, wie gesagt, klicken. Aber man sieht schon, ja, Mausvergewaltigung. So, und sie möchte, dass wir im Restaurant arbeiten. Machen wir das nicht schon? Ach nee, machen wir nicht. Ja, ja, Tutorial hier, weg. Das heißt, wir müssen den Job canceln, damit wir wieder ein bisschen freie Zeit haben. Und mit der freien Zeit können wir jetzt hier im Restaurant arbeiten. Ja. Aber wie gesagt, das nur, lassen wir mal. Da nur der Stand meiner Bemühungen. Naja, Bemühungen, ich habe da mal kurz reingeschaut. War 15 Minuten oder sowas. Weil es mich halt selbst interessiert hat, ein bisschen. Jo, hier hingegen können wir jetzt derzeit auch nicht mehr viel machen. Ist halt jetzt bloß noch Vorbereitung, damit wir dann morgen eine Transcension machen können. Dass wir es auf 45 schaffen, bezweifle ich, aber wir sollten mindestens auf 40 kommen. Das reicht nur leider nicht unbedingt aus, weil wir brauchen, wie gesagt, alleine für die beide hier schon 14 Hero Souls. Also bei dem hier 14, bei dem 15, also insgesamt 29. Das heißt, wenn wir gerade mal 40 bekommen würden, hätten wir gerade nur noch 10, 11 übrig. Ja. Und mit 11 kann man jetzt nicht so viel machen. Da können wir, also wenn wir es schaffen, noch 12 übrig zu haben, also wenn wir hier 41 bekommen, dann könnten wir hier beiden jeweils 3 Level geben. Naja, muss erstmal reichen. Das Wichtigste ist aber, dass wir halt zum einen Admin halt hochleveln können, ne? Dass wir halt mehr Hero Souls bekommen. Außerdem steigt dann ja auch wieder der Teil, die Transcension Power an. Wie weit die ansteigt, müssen wir mal gucken. Hoffentlich schön hoch. Am besten gleich schon 25%. Ach, das wäre schön. Ja. Tja, und dann heißt es die nächste Transcension machen. Und ja, mal gucken, wie viele Ascension wir bei der nächsten Transcension haben. Denn wenn wir jetzt morgen transzenden, Quatsch, dann hätten wir ungefähr, also jetzt, ja doch, ungefähr 1E15 an Hero Souls. Das heißt, wenn wir jetzt 1E15 haben, davor hatten wir 1E6, also mehr als das Doppelte, dann sollte die nächste Transzension auch noch das Doppelte gehen, also auf mindestens 1E30. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Natürlich wächst man auch schneller an, heißt also, um auf 1E30 zu kommen, braucht man fast genauso lange. Wir werden also hoffentlich mehr als 1E30 schaffen bei der nächsten Transcension, aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Unser primäres Ziel besteht ja darin, hier auf die gute Dame zu kommen. Auf die hier. Da ist unser oberstes Ziel. Ja. Schütze, wir müssen mal sorgen. Haben wir auch genug geschwafelt? Wir sind mittlerweile wieder. Oh, 1400. Hulala, warum so schnell? Wie lange geht die Folge schon? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, in dem Sinne, ciao mit V. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir haben schon 6E11. Ach du Kacke. Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich zu einem satten Bündel mit Hero Souls, von Hero Souls. Was geht hier ab? Ah, ja, komm. Weg, weg. Bringt uns eh nichts mehr. Das brauchen wir nicht. Jo, dann würde ich mal sagen, weg. So. Bis die Tage. Also bis morgen. Beziehungsweise für euch. Ja, mal gucken. Bis dann.